Jo Leute, was geht? Ich bin's, euer Ibiza, und heute gibt's ein richtig geiles Video, wirklich. Ich bin mega aufgeregt, und zwar das erste Jam-Video auf diesem Kanal. Genau, ich wohne ja im Saarland und wir haben jetzt eine Saarland-Jam ausgemacht. Ich bin ja gerade am Bahnhof, wie man das ungefähr erkennen kann. Ja, denkt man, kann man ein bisschen erkennen. Genau, ich treffe mich heute mit ein paar Jungs und wir machen halt Cardistry, vielleicht ein bisschen Street Magic, ich habe keine Ahnung. Und dann würde ich sagen, Leute, ich melde mich dann nachher wieder aus dem Zug oder wenn ich dort bin. Wir sehen uns dann später. Bis dann. Ich bin jetzt auch gleich schon da. Oh shit. Oh shit. Louis. Ja. Lachmund. Ja. Junge! Alter! Alter! Aber du geht's dann halt nur 20 Meter in die Erde, freier Fall. Ey, Louis, ja. Was sagst du zu diesem grandiosen Ausblick? Ist schon nett, ja. Schon nett. Okay, warte, und go. This is a story of long, long ago. Yo, another day, another dollar. We live legendary. Travel the world by any means necessary. Fresh wallabies, black suede, Gucci roll, X marks the spot, not travel the globe. Hit the gold splash the universe, universally. They call me liquid ghost, I move like mercury. No hurting me, I burn to the third degree. How much did it take to burn that formula? Purposely, I reveal the features. My road dogs walk, I got goons in the bleak. So, das ist ja im lieben Louis, ein ganzer Shop. Was hast du da hier alles? Fontaine, hier Fontaine Wine, Fontaine Gas, Copac, Luna Moon, den ganzen Shit. Ich hab noch nichts draus. Er hat hier noch seinen Shop offen. Oh, shit. Und da hinten der Elias. Ich hab einfach nur Kacke. Folgt so. Jawohl. Okay. So funktioniert das Marketing hier, Wichser. Ist hier ein Dex? Hab ich gehört. Ja, ich hab keine Ahnung. Brauch jemand Sachen hier? Nee. Ja. Was war jetzt? Wenn ich jetzt hier den Blackjack hin und her bewege und im Grunde nur so Schnipse brauche, dann erscheint auch immer das ganz große Geld. Oh, lol. Na, so. Oh, fuck, ist so Mensch. Philipp, bist du jetzt sehr enttäuscht, dass keiner was von deinem Shop gekauft hat? Nee. Boah, ich will eigentlich kurz das Geschenk von meinen Eltern verkaufen. Ach, Philipp, mach mal richtig krank hartes Spiel. Komm, ich mach das hier mit zur Kamerafahrt. Oh, nein, mit trockenen Händen. Mach mal. Er geht ganz in den Mund. Ah, Philipp. Guck mal. Sieh hier ein Kartenspiel, ist alles durchgemischt. Hier, ne? 52 Karten, ne? Alles durchgemischt. Und ich bitte dich, du ziehst jetzt irgendeine Karte, aber guckst du nicht an. Aha. Okay? Du kannst auch ruhig rumgehen, wie du willst. So, du hast jetzt die Karte und jetzt
könntest du rein theoretisch, könntest du jetzt hier jede Karte ziehen, ne? Aber du willst genau die Karte haben, ist ja richtig. Okay. Oder willst du aber nochmal erinnern? Ne, ist in Ordnung. Okay. Jetzt guck dir die Karte an und zeig sie auch in die Kamera, okay? Ja. So, ich mich in der Zeit eine Hälfte face up into face down. Ich hoffe, das kann man hier sehen. Ah, ich glaube, das ist auch nicht so. Ja, es ist, also was? Doch, ich kann eigentlich schon, aber du hast ja mit jedem Schritt ein bisschen schneller. So, wie man das hier sehen kann, die Karten gehen hier, werden hier reingeferrot, ne? So, du siehst ja, die sind alle durchgemischt, ne? Wie du sehen kannst. Ja. So, jetzt sag mal an irgendeiner Stelle Stopp. Stopp. Okay, leg die Karte verdeckt rein. Ja. So, du siehst jetzt, alle Karten sind durch, ne? Ne? Ja. Okay. Also jetzt nehme ich mir die Hälfte und ferro die wieder in die andere Hälfte rein. So, ich hoffe, du siehst das. Und jetzt brauche ich ein Handy. Öffne mal bitte für mich auf dem Handy die Handykamera, okay? Ja. Mach das mal. Ja. So, ich brauche jetzt gleich das Handy und du hältst für mich jetzt gleich bitte mal die Karten fest, okay? Mach mal so und halt jetzt mal die Karten fest. So. Gut festhalten, ne? Den ja. Spread. So. Ich mache jetzt nämlich von dem Spread ein Foto. Ich fall jetzt gleich runter. Achtung. Lass uns auch mal die Karte hinten drin. Wo ist das Foto gemacht? Jetzt. Keine Ahnung. Okay. Jetzt nehmen wir die Karten wieder und mal zusammen. Und die, für die Kamera, alle Karten auf meiner Seite, ne, gucken ja in verschiedene Richtungen. Ist hier irgendwo schon mal deine Karte dabei gewesen, ja oder nein? Ich habe am Anfang nicht aufgepasst, so. Aber ich glaube nicht. Ist irgendwo deine Karte? Ja. Okay. Und auf deiner Seite sieht es hier so aus, ne? Viele Karten gucken nach oben und wenige nach unten. Ja. Und hier ist es ja andersrum. Hier gucken wenige nach oben und viele nach unten. Ja. Okay, pass auf. Wenn ich jetzt schnippe, dreht sich jede Karte um, außer seine Karte. Pass auf. Oh, ja. Ich hab nicht, ich meinte im Foto. Öffne mal das Foto und zeig mal kurz, film mal das Foto. Dann eine Karte. Dann eine Karte. Denn eine Karte hat sich umgedreht. Ja. Ich glaube, das ist eine Karte. Da ist noch eine Karte. Ah, scheißegal. Das ist seine Karte. Die ja. Herzsache. So Leute, wir gehen jetzt auf jeden Fall was essen, denn die Jungs hinten, die haben Hunger, ich habe auch mega Hunger. Und Street Magic hat irgendwie nicht so geklappt, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben. Ne? Vielleicht so, kommt ja noch was. Was? Vielleicht kommt es ja noch. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Und was war das? Egal. Ja, Louis, möchtest du noch irgendwas den Leuten mitteilen? Nein, warum? Keine Ahnung. Nein. Guck mal, dieser Größenunterschied. Ja, ich weiß. Ja, krank, ne? Ja. Ist krass. Ich zeig jetzt einen Kartentrick. Ich warte noch auf den Trick. Ich warte noch auf den Trick. Du musst ausrasten, warte. Der ist nicht ausgerastet. Oh shit. Jetzt zu. Oh, pass auf. Boah. Ah ne, nicht mit dem Butterfly. Vor. Hör auf rein zu machen, du sollst jetzt alle schlechter stehen, hör auf! Ja. Mach was, nein! Hör auf so kurz zu sein! Jetzt, Moment. Ja, hopp. Oh, okay, warte, das kann ich ja. Warte, und zwar nicht. Wie geht das nochmal? So, ne? Hier so, ne? Ja. Warte. Du hast echt das Fick so pervers große Hände. Was war das gerade für Ton? Ich weiß es nicht. Guck mal, was das der Kmüller auch mal macht, das ist Ghetto. Nee. Hat ich die Uhr an? Ja, ich. Was macht Zeitreise? Zeitreise. Also wir haben gerade 47. Ey Louis, ja. Wo sind wir dann jetzt? Wir sind jetzt in da hinten ist ein Burger King. Das soll ich schon jetzt sagen, wo wir sind. Kann ich mal kurz auch noch von mir machen? Das soll ich jetzt nicht sagen. Nee, hast du überhaupt eine neue Datenschutzgrundverordnung, das Recht von allen zu sagen, wo wir sind? Artikel 13 ist ja noch nicht. Das ist ein bisschen dunkel, aber das ist ein bisschen Color Correction so. Hast du Autokorrektion? Ja. Kannst du ein bisschen höher? Ja, chill mal. Warte, ich muss, warte kurz.
Hat keiner gesehen. So geil. Leidels. Ah, oh, fick die Aussprache. Nein. Ich habe auch keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Am Anfang fühlt sich die Ecke nicht echt blöd an, wie sie oh. Warte. Schneller. Vielleicht, weil sie am Anfang noch fechtet. Aber mit der Zeit Gänsehaut bei. A, I.